Hallo und herzlich willkommen bei Thomas kocht. Wir machen heute ein Rezept aus meinem neuen Kochbuch oder fast neuen Kochbuch, einfach vegetarisch. Und zwar machen wir einen Pulled-Tofu-Pilzburger. Da werden viele sicher erstmal skeptisch sein, aber ich verspreche euch, das schmeckt so was von lecker. Da wird auch der überzeugteste Fleischesser, dem wird da an nichts fehlen. So, und was brauchen wir dafür? Also es ist ein relativ schnelles Rezept, das ist auch das Schöne an der Sache. Wir brauchen einmal für unser Tofu, nämlich einen Räuchertofu, 200 Gramm. Dann habe ich hier noch 100 Gramm Austernpilze. Da könntet ihr auch andere Pilze nehmen, je nachdem, was gerade verfügbar ist. Dann brauchen wir etwas Ketchup, Senf, braunen Zucker, gemahlenen Koriander, gemahlenen Kreuzkümmel, ein wenig Knoblauchpulver, Salz, Pfeffer. Und dann habe ich hier Worcester, ja, so spricht man das aus, nicht Worcestershire, sondern Worcestersoße. Da müsst ihr mal schauen, wenn es euch jetzt wichtig ist, dass das Rezept vegetarisch oder sogar vegan ist. Hier kann manchmal wird das mit Sardellen gemacht. Diese hier ist tatsächlich, hier steht, kann Spuren von Fisch enthalten, ist aber keine Zutat. Also die ist eigentlich in Ordnung. Aber die gibt es, wie gesagt, auch vegetarisch oder vegan. Dann habe ich hier noch ein wenig Sojasauce. Zum Braten nehme ich ein ganz normales Pflanzenöl. Ihr könntet auch ein Olivenöl nehmen. Ich nehme hier in dem Fall Rapsöl. So, und dann brauchen wir noch für unseren Coleslaw. Habe ich hier einmal einen weißen und einen roten Kohl. Könnt ihr auch einfach nur das eine oder das andere nehmen. Sieht einfach ein bisschen schöner aus. Karotte, etwas Zitronensaft, natürlich Salz, Pfeffer. Und in diesem Fall nehme ich eine selbstgemachte, eine gekaufte Mayonnaise. Denn das Rezept soll ja schnell sein oder einigermaßen schnell. Und im Alltag ist es dann doch manchmal, man kann nicht immer jeden Tag alles selber machen. Da ist es auch mal in Ordnung, wenn man auf ein gekauftes Produkt zurückgreift. Aber es geht, wie gesagt, auch ganz, ganz schnell selber. In den letzten Videos habe ich es oft gezeigt. Ich blende euch hier oben mal ein Rezept ein. Selbstgemachte Mayo, ganz schnell. Und die hier habe ich in dem Fall auch gekauft. Burgerbrötchen. Wenn ihr in diesem Rezept noch ein i-Tüpfelchen aufsetzen wollt, dann verlinke ich euch auch noch ein Rezept für selbstgemachte Burgerbrötchen. Das lohnt sich eigentlich immer. Und die könnt ihr auch einfrieren, dann habt ihr sie auf Vorrat da. So, dann legen wir direkt los. Und zwar fangen wir mit dem Coleslaw, also unserem Kohlsalat, an. Also ich habe jetzt hier ein Viertel Weißkohl, ein Viertel Rotkohl. Ja, das ist vielleicht ein bisschen mehr, als wir brauchen, aber den kann man immer auch so ganz gut nebenbei essen. Normalerweise würde ich das auf einer Mandoline aufschneiden, aber die habe ich leider heute nicht hier. Deswegen mache ich es jetzt von Hand. Wichtig ist wirklich, dass ihr das so dünn wie möglich aufschneidet. Den Strunk, den lasse ich drin, denn der hält den Kohl so wunderbar zusammen. Den Kohl gebe ich dann direkt in eine Schüssel. Gleiche machen wir mit dem Rotkohl. So, dann geben wir etwas Salz auf unseren Kohl. Sieht nach sehr viel aus, aber es wird gleich noch zusammenfallen. Und dann kneten wir den erstmal gut durch. Dann können wir den erstmal auf die Seite stellen. Während der Kohl vor sich hinzieht, kann ich schon mal meine Pilze schneiden. Die sind jetzt hier sehr sauber. Sind sie eigentlich in der Regel immer, weil es Zuchtpilze sind. Die könnt ihr entweder einfach auseinander pflücken. Das ist eigentlich das Einfachste. Oder mit dem Messer schneiden. Ich finde, wenn ihr sie so auseinander pflückt, sieht einfach am besten aus nachher. Und dann habt ihr auch einen Pultpilz zumindest. Bei dem Tofu wird nämlich nichts gepult. Weiter geht's mit dem Tofu. Den pressen wir jetzt einmal mit einem Küchentuch so ein bisschen aus. Einfach, damit wir den relativ trocken kriegen. So, das reicht eigentlich schon. Und dann reibe ich den auf der groben Seite einer Vierkantreibe auf. Viele haben mich schon seit längerem nach guten Tofu-Rezepten gefragt. Also das hier ist auf jeden Fall eins davon.
Das Buch, das könnt ihr übrigens online bestellen. Einen Link dafür packe ich euch unten in die Beschreibung. Aber ihr bekommt es auch in jeder Buchhandlung. Wenn die es nicht da haben, könnt ihr es da bestellen. Und dann fragt ihr bitte mal, warum es nicht im Regal ist. So, mit den Vorbereitungen sind wir jetzt fast durch. Jetzt brauchen wir nur noch die Karotte. Die reibe ich jetzt einfach hier direkt in meine Schüssel. Auch wieder mit der groben Seite. Dann können wir den Salat auch direkt fertig machen. Ich gebe jetzt hier bei der Menge etwa 3 Esslöffel Mayo dazu. Ein Spritzer Zitronensaft. Noch ein bisschen Pfeffer. Und dann rühren wir das Ganze erstmal durch. So, und schon ist unser Coleslaw fertig. Lecker und einfach. Den stellen wir jetzt erstmal auf die Seite. Und bei Bedarf schmecken wir ihn am Ende nochmal ab. In die heiße Pfanne geht ein guter Schluck Öl. Und dann braten wir zuerst mal unsere Pilze an. Wenn die Pilze schon Farbe haben, dann geht der Tofu auch dazu. Den braten wir jetzt auch nochmal so 2 Minuten mit an. So, und dann geht dazu 1/2 Teelöffel Knoblauchpulver, 1 Teelöffel Kreuzkümmel oder Kumin, ist das gleiche, und 1 Teelöffel Koriander gemahlen. Der schmeckt übrigens nicht wie frischer Koriander, eine ganz andere Sache. Also für Leute, die frischen Koriander nicht mögen, das schmeckt komplett anders. So, dann macht am besten kurz die Hitze aus, damit euch die Gewürze nicht anbrennen. Und dann könnt ihr auch schon euren Zucker dazugeben. 1 Esslöffel brauner Zucker. Dann habe ich hier etwa 60 Milliliter Ketchup. Dann nehmt ihr einfach so viel, dass die Konsistenz einfach passt nachher. 1 Esslöffel Sojasauce. Und 1 Esslöffel Worcestersoße. So, mir fehlt hier noch ein klein bisschen Ketchup. Da gebe ich noch ein bisschen was dazu. Hitze habe ich jetzt schon aus an der Stelle. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch eine Soße für unser Burgerbrötchen. Und die ist ganz einfach. Dafür nehme ich 1 Esslöffel Mayonnaise, 1 Esslöffel Senf und 1 Esslöffel Ketchup. Viel einfacher geht es wirklich nicht mehr. Die Burgerbrötchen, die habe ich mir jetzt noch schön angetoastet in der Pfanne. Das Rezept ergibt übrigens 4 Burger. Ist im Buch gedacht für 2 Personen, aber ohne Beilagen. Das heißt, 2 Burger kann man hiervon locker essen. Wenn ihr Pommes dazu macht, dann reicht das locker für 4 Personen. So, das streichen wir jetzt mal ein mit unserer Burgersoße. Ein bisschen von unserem Coleslaw drauf. Dann packen wir da unseren leckeren Pulled Tofu drauf. Oh, das riecht so gut. Yum, 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 yum. Deckel drauf. Und fertig ist dieser leckere Burger. So, jetzt freue ich mich riesig aufs Probieren. Das Gute ist, der Dreh hat genau in die Mittagszeit gepasst. Also der ist wirklich richtig, richtig lecker. Probiert es aus. Also ich muss sagen, den würde ich sehr vielen Fleischburgern
tatsächlich vorziehen. Geschmacklich ist eine echte Granate. Probiert es aus, kocht es nach und schreibt mir euer Feedback in die Kommentare. Ja, das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Solltet ihr noch keine Abonnenten sein, dann natürlich gerne abonnieren. Und über eine Buchbestellung freue ich mich natürlich auch. So, und damit sage ich tschüss, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.